Ja, hallo meine Lieben, mein Name ist Kentaro von dem deutschen RPG Maker MV Forum. Heute wieder mit einem kleinen Tutorial. Und zwar werden wir heute ein Gasthaus erstellen, also ein Wirt. Wie wir das machen, das werde ich euch jetzt zeigen. Also wir haben zwei Optionen. Die erste Option ist, indem wir einen Rechtsklick machen und dann auf schnelle Ereigniserstellung und dann Gasthaus auswählen. Hier können wir die Grafik auswählen und den Preis. Wir lassen das jetzt mal bei 10 Goldstücke und bestätigen das und gehen jetzt einmal ins Spiel. Im Gasthaus ist halt, dort können unsere Helden sich ausruhen. Kommt auch eine kleine Cutscene, also Bild wird gleich kurz dunkel, das werde ich euch aber gleich mal kurz zeigen. Na, also in so einem Gasthaus werden wir dann also unsere Gruppe komplett geheilt. So, genau, jetzt klicken wir die Damen mal an. Sagen wir mal ja. Dann bekommen wir die Nachricht, nicht genügend Geld. Soweit, so gut. Hätten wir 10 Goldstücke, würden wir jetzt dort schlafen können. Das werde ich euch jetzt auch gleich nochmal zeigen. Wir schauen uns zuerst mal das Event an. Also hier ganz normal die Textnachricht. Und dann eine bedingte Verzweigung. Haben wir mehr als 10 Goldstücke? Wenn ja, wird der Bildschirm ausgeblendet. Es wird ein Soundeffekt abgespielt. Die gesamte Gruppe wird geheilt. Und der Bildschirm wird danach wieder eingeblendet. Und wenn nicht, kommt dann halt die Nachricht, sie haben nicht genügend Geld. So, jetzt platziere ich mal eine Truhe mit Geld. Und dann testen wir das gleich nochmal. So. Dann bestätigen wir das Ganze mal. Und wir sehen, Bildschirm ist dunkel geworden. Ein Soundeffekt wurde abgespielt und wir wären jetzt geheilt. Ne, wenn wir Schaden erlitten hätten und jetzt hier übernachtet hätten, würde unsere HP wieder komplett wiederhergestellt sein. Nur die andere Möglichkeit ist, wie gesagt, das Ganze manuell zu machen. Das heißt, dann klicken wir einmal hier rauf, wählen uns wieder ein Bild aus. Und dann können wir in diesem Fall klicken wir einmal hier auf bedingte Verzweigung, gehen auf das vierte und dann Gold, 10, erste Verzweigung erstellen. So, dann wird uns das Gold erstmal wieder abgezogen, also minus 10 Stück. Dann wird der Bildschirm ausgeblendet, das machen wir hier. Dann lassen wir noch zusätzlich einen Sound abspielen. Sagen jetzt, er soll zwei Sekunden warten und dann werden wir geheilt. Das machen wir so. Alles heilen, da können wir entweder unseren Actor auswählen oder die gesamte Gruppe oder auch mit einer Variable. Wir lassen uns erstmal bei der gesamten Gruppe, klicken auf OK. Und dann lassen wir den Bildschirm wieder einblenden. Und so einfach war das. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder.